Ich bin David, ich studiere Elektrochemie und Galvanotechnik im Master hier an der TU Ilmenau. Von dem Studiengang Elektrochemie und Galvanotechnik kann man erwarten, dass man zunächst eine breite Grundlagentheorie bekommt, sowohl in der Elektrochemie als auch etwas darüber hinaus, und dieser dann später im Studium anwendet. Dabei geht es vor allem um die Beschichtung mit edlen und unedlen Metallen, aber auch Themen wie der Verbesserung der Effizienz von Batterien und Brennstoffzellen. Für Studieninteressierte ist es erstmal wichtig, dass man sich für alle Aspekte vor allem der Elektrochemie interessiert und gleichzeitig einfach auch sehr viel Interesse daran hat, neue Dinge zu lernen und ein bisschen auch zu forschen. Als Schwerpunkte gibt es im Studiengang Elektrochemie und Galvanotechnik vor allem die Beschichtungstechnologie und die Batterien- und Brennstoffzellen. Die größte Besonderheit ist hier, dass wir sehr kleine Lerngruppen haben und auch sehr gut betreut werden. Wir haben sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich hier um die Studierenden kümmern. Die Arbeitsbedingungen sind sehr gut. Die Studierenden dürfen sehr viel auch selbstständig in den Laboren arbeiten. Das bereitet vor allem für das spätere Berufsleben sehr gut vor. Hier in Ilmenau verbringe ich meine Freizeit viel hier in der Umgebung im Thüringer Wald. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, Fahrrad zu fahren, wandern zu gehen, Outdoor-Sportaktivitäten nachzugehen. Das Besondere an unserem Studiengang sind die vielen Industriekontakte, die ich während meines Studiums knüpfen kann. Und durch die hohe Nachfrage, die an Absolventinnen und Absolventen besteht, habe ich sehr gute Jobperspektiven. Also tatsächlich hat es mich am meisten fasziniert, wo Galvanotechnik überall zur Anwendung kommt, dass viele der Teile, die heute nach Metall aussehen, nur noch beschichtet sind. Mein Studiengang Elektrochemie und Galvanotechnik in drei Worten: zukunftsorientiert, herausfordernd, nachhaltig.